begrüße euch miteinander und herzlich willkommen zur Sendung Info hier auf Telebeleg. Das sind die Schlagzeilen von heute Mittwoch. Die Post macht bis 2028 in der ganzen Schweiz 170 Filialen zu, auch in unserer Region. Wir sind in zwei Gemeinden, was betrifft, Reaktionen auffahren. Wer genau sind die Menschen, die ihre Angehörigen pflegen? Und wie werden sie unterstützt? Diese Fragen stellen wir uns anlässlich vom heutigen Tag der betreuenden Angehörigen. Der Kanton Solothurn hat das Programm zur Förderung des Humus auf landwirtschaftlichen Böden initiiert. Wir besuchen einen Bauer und schauen sein Resultat nach 6 Jahren an. Gestern Dienstag hat die Post die Schliessung von 25 Filialen im Kanton Bern bekannt gegeben. Davon auch 11 im Seeland und Berner Jura. Wie die Gemeinden, die es betrifft, auf die Nachricht reagieren? Sophie Kist und Mathieu de Dardel haben sich zu Teufeln und Neuenstadt umgelost. In Bäckerei und Lebensmittelladen Laubscher zu Teufeln ist die Schliessung der Post, die gerade nebendran ist, in aller Munde. Das ist schade. Es ist auch eine Begegnungszone. Man begegnet immer irgendjemandem. Ich sehe das. Und ja, aber es wird ja alles immer anonymer, alles anders. So ist das Leben. Die Besitzerin Verena Laubscher steht seit 60 Jahren hinter der Theke und muss jetzt ihre Arbeitsweise überdenken. Ich brauche die Post im Alltag. Da habe ich Zahlungen. Was will ich mit dem Geld machen? Briefkasten kriegen oder was? Ich muss auf Ins oder auf Nidau. Aber eben, das ist, musst du das Autoführchen nehmen und musst Zeit haben auch dafür. Die Filiale zu Teufelen ist die einzige am Südufer des Bielersee. Die Post gibt zu den Besucherzahlen keine Details bekannt. Aber schweizweit sind die Einzahlungen am Schalter in den letzten 5 Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Der Gemeindepräsident von Teufelen, Gerolfingen, tut sich schwer mit diesem Argument. Unternehmerisch kann man es nachvollziehen, aber es ist nicht ein normales Unternehmen. Es gehört der Schweiz, es gehört eigentlich uns. Und immer nur auf das Geld Entscheidungen treffen, wenn wir für andere Sachen viel Geld haben, bin ich der Meinung, könnte man auch für die Post Geld investieren. Auf der anderen Seeseite betreibt die Post nur noch die Filiale zu Lelandon. Zu geht die Postfiliale zu Neuenstadt. Die Gemeindepräsidentin macht sich über die Auswirkungen für die Bevölkerung und die Unternehmen Sorgen. Ja, toute une frange de notre population. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die immer noch auf die Post gehen und die nicht wissen, wie oder nicht wie auf dem Computer Briefmarken ausdrucken. Ein gewisser Teil der Bevölkerung hat auch nicht die Möglichkeit, einen weiteren Weg auf sich zu nehmen. Son affranchissement, que sais-je. Donc, il y a quand même un réel besoin au sein de la population, pour une frange de la population, qui n'a pas forcément non plus de quoi se déplacer ailleurs. Die Gemeinde Teufelen-Gerolfingen hat eine Liste von Geschäften gemacht, die in Zusammenarbeit mit dem Gelben Ries gewisse Postdienste übernehmen könnten. Verena Laubscher wäre daran interessiert. Schaden würde sicher nicht. Es hat sicher jemanden, der kommt, der sonst nicht kommt. Wir müssen aber noch alles abklären, was alles braucht. Die 170 betroffenen Filialen im ganzen Land machen bis spätestens 2028 für immer zu. Die Post versichert, dass es keinen Stellenabbau gibt. Laufen ist gesund, praktisch und viele Leute von Biel bewegen sich sogar mehr, als sie sich bewusst sind. Im Schnitt legen die BewohnerInnen von Biel nämlich 1,7 Kilometer zurück und brauchen dafür 31,6 Minuten. Zu Fuß unterwegs sein macht also einen wichtigen Teil der Mobilität in der Stadt aus. Und genau aus diesem Grund hat der Gemeinderat einen Kredit von 175'000 Franken für die Ausarbeitung eines Fußgänger-Innenkonzepts bewilligt. Das Konzept ist Teil der angestrebten Mobilitätsstrategie 2018 bis 2040 und soll die Bedingungen für den Fußverkehr verbessern. Das Ergebnis des Konzepts veröffentlicht die Stadt voraussichtlich Ende nächstes Jahr. Der Bieler Gemeinderat hat beschlossen, die Kurtaxe für TouristInnen ab 1. Oktober 2025 zu erhöhen. Anstatt wie bis jetzt 2 Franken kostet sie ab dann 4 Franken pro Nacht. Die Erhöhung finanziert ein neues Gästeticket, das Fahrten im öffentlichen Verkehr zu Biel und Umgebung gratis möglich macht. Das Angebot soll Biel und seine Region für Privat- und auch Geschäftskunden attraktiver machen und die vermehrte Nutzung der ÖV steht auch im Einklang mit den klimapolitischen Zielen der Stadt.
Für Biel entstehen durch das keine zusätzlichen Kosten. Das gibt heute Mittwoch die Stadt in der Medienmitteilung bekannt. Heute ist der Tag der betreuenden Angehörigen. Organisiert von 10 Kantonen, darunter auch Bern und Freiburg. Laut den OrganisatorInnen pflegt in der Schweiz jede vierte Person mindestens einmal pro Woche eine nachstehende Person. Anlässlich zu diesem Tag haben wir Rosmarie Schmalstieg, die ihren Mann lang gepflegt hat, und das Rote Kreuz, das Unterstützung für die pflegenden Angehörigen bietet, getroffen. Roxane Flamo. Das Interesse am Puzzle ist etwas, das Rosmarie Schmalstieg immer noch mit ihrem Mann teilt. Er leidet an Demenz und wird in einem Heim betreut. Er hat gerne Tiere. Und es sind so Erinnerungen an Zootiere, die wir früher häufig besucht haben. Die Rosmarie Schmalstieg war fast 20 Jahre die pflegende Angehörige von ihrem Ehemann. Wir haben einfach ganz viel zusammen gemacht. Oder? Wir sind immer zusammen ins Tessin gefahren. Und wir haben zusammen einen Spaziergang gemacht. Und so. Das ist nach wie vor gut gegangen. Aber ich wusste, er braucht einfach Betreuung. Ich kann ihn nicht allein lassen. Und also 2020 ist er das letzte Mal allein vom Tessin auf Biel gefahren. Und von dann an war ich immer dabei. Ich habe alles organisiert. Darum ist es so lange gegangen, daheim, weil ich für alles geschaut habe. Seit Ende 2022 besucht ihr Mann einmal pro Woche ein Tageszentrum. Und seit 2023 kommt einmal bis zweimal pro Woche jemand Freiwilliges vom Roten Kreuz vorbei. Für Rosmarie Schmalstieg als pflegende Angehörige gibt das eine Entlastung. Der Kassem Albaridi hat ihren Mann ein paar Monate lang begleitet. Wir haben Formation für Demenz. Wir haben einen Kurs zum Thema Demenz und Alzheimer gemacht. Mit dieser Schulung versteht man, wie man Menschen helfen kann. Zum Glück hat auch seine Frau die Krankheit verstanden. Wir haben immer viele Sachen zusammen gemacht, die er auch früher gerne gemacht hat. Manchmal war es Velofahren, manchmal spazieren, singen oder auch Musik machen. Im letzten Jahr haben die Freiwilligen vom Schweizerischen Roten Kreuz während 14'700 Stunden die Angehörigen mit ihren Hausbesuchen unterstützt. Im Kanton Bern hat der Dienst 587 Personen in Anspruch genommen. Die Nachfrage wäre aber grösser. Wir entlasten die Angehörigen, die jemanden daheim betreuen. Das ist ein 24-Stunden-Job und da probieren wir wirklich ihnen ein klein 2-4 Stunden pro Tag eine Pause zu geben, dass sie Batterien laden können und wieder ein bisschen zu sich kommen, ein bisschen Zeit für sich haben. Es ist so gut, wenn jemand von außen reinkommt, weil die sind immer umeinander, die zwei, oder wie viele das immer sind mit den Kindern, und die kennen sich und man redet nicht mehr richtig, man macht einfach nur noch. Und wenn mal jemand von außen kommt, ist das für alle eine Abwechslung und das tut alles wirklich gut. Laut dem Bundesamt für Gesundheit engagieren sich in der Schweiz fast 600'000 pflegende Angehörige freiwillig. Das entspricht einem Wert von rund 3,71 Millionen Franken pro Jahr. Es macht auch darauf aufmerksam, dass das eine unverzichtbare Säule der Schweizer Gesundheitsversorgung ist. Anlässlich von dem Tag der betreuenden Angehörigen hat die Gemeinde Lys heute bekannt gegeben, dass sie die Pflegenden, die in Lys wohnen, wirksamer fördern wollen. Die Zusammenarbeit mit dem Verein Entlastungsdienst vom Kanton Bern unterstützt die Gemeinde ab dem Januar 2025 mit 10 Franken pro Stunde Unterstützung, die die Mitglieder des Vereins leisten. Befristet bis voraussichtlich Ende 2027. Ohne Humus wachsen weder Getreide noch Gemüse. Humus ist die oberste Bodenschicht, dort, wo es von Bodenlebewesen wie Regenwürm und Käfer nur so wimmelt. Und das ist wichtig, weil die Tiere die abgestorbenen Pflanzenreste in fruchtbare Erden umwandeln und gleichzeitig den Boden auflockern. Der Kanton Solothurn hat jetzt ein 6-jähriges Humus-Ressourcenprogramm abgeschlossen, das den Bäuerinnen und Bauern helfen soll, die Humusmenge auf ihren Feldern im Blick zu behalten und sie mit verschiedenen Methoden sogar zu steigern. 220 haben mitgemacht und Anja Muster ist eine davon besuchen. Auf diesem Feld zu Betteln ist bis im Sommer Weizen gewachsen. Nach der Ernte hat der Bauer Toni Leimer hier die Guizotia-Studie als Gründünger angesagt. Wenn die Pflanzen absterben, nähren sie den Boden. Und so gibt es mehr Bodenlebewesen.
Das ist eine Massnahme, die das Humus-Ressourcenprogramm fördert und die Wirkung davon mit jährlichen Bodenproben von allen Parzellen untersuchen. Es gab verschiedene Sachen, die der Humus fördert und die auch unterstützt worden finanziell. Jetzt gerade so eine Begrünung hatte ich natürlich auch einen Mehraufwand mit dem Ansäen, mit dem Saatgut, das ich habe. Ich glaube, es kristallisiert sich auch ein bisschen heraus, dass man sieht, dass man durch das eigentlich auch etwas Gutes für den Boden tut. Und als Landwirt ist der Boden mein höchstes Gut. Also wenn da nichts mehr kommt, dann verdiene ich auch nichts mehr. Dann brauche ich nicht mehr zu bauen. Der Kanton Solothurn ist mit diesem Projekt zufrieden und gibt zum Abschluss die ersten Resultate heraus. Laut dem Programm haben 97% von allen Teilnehmenden mit diesen Massnahmen eine gleichbleibende oder eine höhere Humusmenge erreicht. Die Humusbilanz haben sie mit einem Programm selber berechnen. Der Geschäftsführer des Solothurner Bauernverband hat von den Landwirten gute Rückmeldungen bekommen. Mit dem Humusrechner können sie eben auch eruieren, in welchem Bereich dass man mit welchen Massnahmen eine positive Bilanz hat, mit welchen Massnahmen dass die Bilanz ausgeglichen ist und was passiert, wenn man keine Massnahmen trifft in diese Richtung. Und aus dem ziehen sie natürlich die nötigen Lehren. Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieses Programms sind noch nicht ganz ausgewertet. Aber die Berner Fachhochschule, die mitgemacht hat, merkt ein Umdenken, auch bei Skeptiker. Also die Landwirte haben gesehen, dass es bestimmte Anbausysteme möglich sind, dass es technisch machbar ist oder es braucht Anpassungen in der Anbautechnik. Die haben gesehen, dass andere probieren und wenn es geht, die können das Gleiche machen. Und das ist wirklich eine gute Sache. Das Betteln will Toni Leimer mit dieser Gründüngung auch nach dem Ende des Programms und nach dem Ende der Subventionen weitermachen. Die Vorteile sind für ihn trotz dem Mehraufwand klar. Für die trockenen Jahre Boden, der gängig begrünt ist, habe ich einen besseren Wasserhaushalt, ich schütze den. Mir geht es einfacher, den Boden nach einer Gründüngung zu bearbeiten. Ich muss nicht, viele Arbeitskräfte oder Maschinen einsetzen, bis ich ein schön feines Saatbett herbekomme. Darum unterstütze ich das weiterhin. Das Ergebnis dieses Programms soll nicht nur der Landwirtschaft Solothurn zugutekommen, sondern es sollen davon schlussendlich alle Humusböden profitieren können. Wie immer am Mittwoch gibt es auch heute nach dem Info ein Interview. Der heutige Gast von Laura Weiss redet über seine Politkarriere und Beweggründe für die nächste Station. Der bekannte Bieler Politiker Urs Scheuss von den Grünen rückt nach und schafft es in den Grossrat vom Kanton Bern ab dem 1. Januar. Für das geht er aber sein Mandat als Stadtrat von Biel ab. Warum er das macht, seht ihr hier im Interview. Und noch einen Blick aufs Eishockey. Es gibt Tage, an denen läuft es, und andere, an denen läuft es überhaupt nicht. Der Dienstagabend war einer von denen, was für ein EHC Biel gar nicht gelaufen ist. Ohne viel Widerstand zu leisten, haben sie daheim gegen Fribourg-Gottero deutlich verloren. Der Mathieu de Dachtel fasst das Spiel zusammen, das die Mannschaft von Martin Philander so schnell wie möglich vergessen sollte. Das Bieler Heimteam hat weiterhin eine gute Serie. 6 Siege in den letzten 7 Spielen. Die Mannschaft von Martin Philander ist im Moment auf dem 3. Platz der National League. Fribourg-Gottero hingegen hat sich seit Anfang der Saison schwer getan und ist auf dem 13. und damit vorletzten Platz. Die Bieler haben den besseren Start verwünscht und sind schon in der 4. Minute durch Jere Salinen in Führung gegangen. Der Finn hat von einem Abprauer durch den Friburger Goalie Reto Berra und von der Passivität der gegnerischen Abwehr profitiert. 1-0 für Biel. Es soll aber auch gerade das letzte Goal für den EHC Biel bleiben. Fribourg gleicht etwa 10 Minuten später aus. Der Friburger Captain Julien Sprunger ist um das Goal gekurft und hat den Böck neben Harry Setteri durchgeschossen. Im zweiten Drittel schaltet Gotteron dank einem Powerplay und einem Treffer durch den Topscorer Markus Sörensen einen Gang zurück. 2-1 für Fribourg in der Spielmitte. Und es steht 3-1, nur ein paar Minuten später, dank Christoph Bertschi, der nach einer Soloaktion zum Goal findet. Das 4-1 geht auch noch im dritten Drittel in der Schlussphase mit einem Schuss ins leere Goal für Benoit Jecker. Die Bieler sind auf eine Mannschaft getroffen, die an diesem Abend stärker war als sie selber. Schon am nächsten Freitag können sie sich aber wieder beweisen, wenn der HC Ambrit Piotta zu Gast ist. Und noch gerade eine weitere Nachricht zum EHC Biel. Der Stürmer Ramon Tanner, der nach der letzten Saison auf dem Abstellgleis gelandet ist, hat die Verantwortlichen vom Verein überzeugen,
auch weiterhin auf ihn zu setzen. Sie haben seinen Vertrag bis zum Saisonende verlängert. So viel für heute. Noch mehr regionale Informationen findet ihr wie immer auch auf unserer Newsplattform aschuch.ch. Ich sage merci vielmals für euer Interesse und das Einschalten und wünsche euch einen gemütlichen Abend. Ade miteinander.